Oh, servus, grüß euch, aber die Ehre wieder einmal zu einem neuen Video. Ja, heute hier hinten, wo man denkt, ich zeige euch einmal einen Käferpfleg. Einen Käferpfleg, den wir gehabt haben jetzt. Im letzten Video habe ich auch schon gesagt, dass wir da einen größeren Pfleg haben mit Käfer. Und jetzt haben wir nur einen größeren. Also, Käfer heuer brutal, gell? Ich sage einmal, nicht überdurchschnittlich, ganz normal, aber aggressiv, brutal aggressiv. Also ich möchte es gar nicht glauben, weil es hängt mit der Trockenheit wahrscheinlich zusammen. Habe ich ja jetzt gerade schon gesehen, da, die Bäumler da, ja, haben wir schon rausgemacht von dem Pfleg. Da gehen wir jetzt dann auch schnell hin zu dem Pfleg, wenn wir die rausgemacht haben, dass man sieht, was das für eine Situation ist. Gell. So, das ist aber nicht alles. Gell. Da hinten geht es weiter, gehen wir gleich weiter, aber bloß dass du mal seht ungefähr, was die Sache ist. Ne? Also, das haben wir rausgerissen. Auf zwei Tage. Ja, zwei Nachmittag. Und sieht man hinten noch besser, grüne Krone, aber drinnen runtergefallen. Also brutal aggressiv der Käfer. Aggressiv wird es auch. Gell? Das kannst du eigentlich gar nicht sehen im Voraus. Du siehst schon, dass sie ein bisschen rotstichig sind, die Feuchten, aber ein bisschen, aber dann denkst du halt auch nichts. Weil rotstichig ist ja fast alles, ne? Von der Trockenheit, was alle tischten. Aber dann zack, von einem auf den anderen Tag fällt die Rinden runter. Das ist fast wie wenn einer zaubern kann. Ne? Ja, kannst du dir gar nicht vorstellen, bei einer grünen Krone, ja, Wipfel, der Wipfel ist grün, ne? Scheiße. Ja, da siehst du das. Und zack, geht der Pfleg auf, ein riesen Pfleg. Ich zeige euch, da ist dann auch genauso wie der Pfleg da unten. Das habe ich auch schon gesagt, das versuche ich ein bisschen aufzunehmen, wenn wir das Wasser machen. Aber den Pfleg habe ich nicht aufgenommen, weil sonst war ich nicht fit geworden mit da, aber den nicht alle, weil filmen und so weiter und so fort. Gell. Und da habe ich gesagt, machen wir mal so, weil sonst zuerst siehst du da nicht mehr raus von der Arbeit. Gell. Genau, so schaut das aus. Oder? Wenn man das anschaut, also vorwiegend mittel bis Schwachholz, ja, ein bisschen was brandig ist ja klar, das sind aber die prädestinierten Bäume für den Käfer, weil die eh schon geschwächt sind, da geht der Käfer gerne rein. Ja, und wenn es Drucker ist, dann sind eigentlich da draußen alle geschwächt, ja, weil die wenigstens zum Saufen kriegen, die Bäume, auf gut Deutsch gesagt, dann geht gar nichts weiter. Gell? Genau, so, und, wie gesagt, vorwiegend Schwachholz. Wir haben auch Starkholz, das war befallen ist, ganz unterschiedlich. Das liegt vor einem Bolter rum. 3 bis 4 Kubikbäume, die haben auch befallen. Das sind auch Käferbäume, ist auch ganz selten, wo wir haben, aber heuer hat es auch erwischt. Gell? So, genau, und jetzt gehen wir mal dahinter. Und schauen Sie die ganze Geschichte an. Ja. Haben wir ein paar Darling. Kriegen hat es auch, muss ich mich schicken, weil es schaut aus wie das, wie der Ringer tut. Ja, da geht es weiter. Ja. Wenn man mal sieht. Ja. Mittel bis Schwachholz. Genau, da geht es weiter. Ja. Hört euch das an. Also, da habe ich es zu Ihnen aufgehört, wie viele Bäume das sind. Sind da sicher dabei, ja. Die sind halt von Haus aus schon sag ich mal, Geschwächte. Ne? Wenn da so ein Asser wächst, mein Gott, nein, jetzt hat noch der Käfer gerissen. Es ist irgendwann die Kranken, die direkt Kranken, die packt sein. Ne? Gipfel raus, alles rausrücken, was geht vom Käferloch. Weil meistens ist er im Gipfel noch drin, der Käfer dann oder der Kupferstecher, meistens ist der Kupferstecher im Gipfel drin, wo die dünner greift der Kupferstecher an und unten unter der Rinden ist meistens dann der Buchdrucker drin. Ne? Also die helfen zusammen, weißt du? Die haben gescheiter wie wir Menschen. Ja? Da hilft der Bortenkäfer zusammen. Wir Menschen, wir arbeiten gegeneinander. Ist doch ein Krampf. Die Bortenkäfer, die helfen zusammen, der Buchdrucker fängt an, greift um
Der Kupferstecher um und der Buchdrucker und zack, und schon geben sie sich die Hände, ja. Aber Menschen werden ja gescheiter, die lernen nicht davon, ne? So traurig wie es ist. Ja, schaut euch das Trauerspiel an. Das ist unglaublich. Du musst nichts machen, außer damit. Und außer, klar, da haben jetzt auch Feuchtern da daneben, aber was soll das denn sonst hier, ne? Aber mei, irgendwann muss das halt wieder. Jetzt momentan ist da da. Und das wird jetzt so schnell wie möglich dann gehackt, also Hackware, Hackschnitzel von den Gipfel raus. Und das untere, das wird dann noch fix längen. Und auch Brennholz halt. Das ist top Brennholz, da fällt sich gar nichts. Da wenn einer kommt und sagt, oh, das ist ein Käferholz, das ist kein gescheites Brennholz, das ist ein Schmarrn, der Zollewinger, lasst euch nicht verarschen, Leute. Das Holz brennt genauso. Das hat damit nichts zu tun, bloß weil es ein bisschen blau angelaufen ist. Das ist absoluter Schmarrn, lasst euch ja nicht verarschen. Ja, aber ich glaube, hey, das wisst ihr eh schon. Ja. Aber da gibt es manchmal auch, die meinen, sie sind auch sowieso die Gescheitsten und die können die vom Preis her runterdrücken. Obwohl das genau wissen, dass das Holz nicht schlecht ist. Gell? Genau, und da geht es jetzt rauf zu dem Käferweg, weil wir jetzt gehabt haben. Das Problem an dem Käferweg ist einfach der Hang und wenn es regnet, hast du keine Chance. Also das heißt, mein Mensch auch, wenn es jetzt drucker ist, jetzt haben wir schon das rausgerissen, Gott sei Dank vor dem Ring, weil, hört ihr selber, der reißt den Boden auf und irgendwann kommst du nicht mehr vor, nicht mehr hinten. Jetzt schau mal da rauf, wie es da rauf geht. Jetzt fahr mal rauf, dann mit dem Vatikanesel rückwärts und zweiwinden. Da ist bald Ende, wenn da der Boden nicht gescheit drucker ist. Jetzt kannst du nicht rauffahren. Geht nicht. Aber das haben wir Gott sei Dank nochmal einigermaßen zerrissen. Da oben sieht man schon. Lass mir alles rausbringen. Ja, da sieht man schon die Steigung. Das ist einfach schwer. Das ist so, da. Das ist halt eine machtliche Steigung. Jetzt muss der rückwärts mit dem Bulldog rauf und das Seil winken. Und dann da, oder? Von dem Pfleg. Das rausziehen. Ja, da geht's oben. Gott sei Dank war es relativ, Gott sei Dank möchte ich sagen, war es relativ schwach Holz. Dann hat das gar so ein Gewicht gehabt. Jetzt, wenn du da einen herin hast, so einen 3-Kubik oder was, den bringst du nicht raus, das garantiert er. Weil der rennt die da oben. Wenn der Bulldog umsteht, der zeigt da oben. Zau. Ja, da haben wir die außer da, Buchen, herinnen stellen. Größer Zwiemandel, aber Buchen. Lass mal schon stehen. Ich mache zwar oben zu, dann wird es finster herin, aber es tut gar nichts, dann kommen nicht so viele Brombeerstauern. Ja, es ist besser fürs Abpflanzen wieder. Genau, so schaut das aus. Der Rampam auch. Da hat der Käfer alles angegriffen. Rampam. Haben wir alles großflächig raus da. Noch nicht alles, aber trotzdem. Trotzdem schon eine gewisse Menge, habt ihr gesehen. Aber alles ist noch nicht heraus. Also wahrscheinlich werden wir da oder schon nochmal ein bisschen nachjubeln, erstnummi, weil normalerweise sagt man, ein Baumlängen sollte man aber nachjubeln, nach dem letzten Käferbaum. Ja. Aber wo ist denn der letzte Käferbaum? Das ist die Frage. Gell? Ich habe jetzt die Arbeit genommen, da wo ich noch gemeint habe, da ist der Käfer drin. Und dann ein Baumling nur weggenommen, aber das gilt eigentlich auch schon lange nicht mehr. Das hat man früher einmal gemacht, aber das gilt alles schon lange nicht mehr, weil so schnell kommst du gar nicht nach. Und Käfersaison, Flugzeit ist jetzt momentan vorbei. Also was heißt momentan, gell? Weil jetzt ist es halt von den Gradzahlen relativ kalt und nass, da fliegt der nicht raus. Also das heißt, der hockt jetzt irgendwo da drin. Also ich hoffe es nicht mehr, ich hoffe, ich habe den Baum erwischt, dass er weg ist. Aber der hat irgendwo da noch drinnen und legt jetzt sein Brot ab, dass er im Frühjahr wieder ausfliegen kann. Aber richtig ausfliegen in den Baum rein,
Und dann richtig anräumen tut er jetzt eigentlich nicht mehr. Außer es wird nur mal so ein bisschen wärmer. Naja, aber das ist ja meistens schon zu kalt. Na, Mitte September sowas. Naja, Mitte, Ende September. Genau, wenn man jetzt da sieht, alles Schwachholz und voll zu dicht bepflanzt. Muss man schon lange durchforsten. Aber wie gesagt, Arbeit ist Arbeit auch. Und wenn du mal da durchforstet hast, dann weißt du, was du hast. Das ist nicht. Das ist die Arbeit, ist schon. Die hat schon in sich. Gell? Und wenn du noch mehr Flecke hast, ja, dann holt es dir ein. Dann wächst die Fichten fast schnell. Da wächst die Fichten fast schnell hin, weil du wieder anhauen kannst. Gell? So möchtest du es bald so. Aber schaut euch das an. Gell? So schaut das aus, der erinnert. Nein, ist halt alles ein bisschen so eine Sache, gell? Weil wenn du jetzt da sagst, wo ist denn der Rand, schneidest du das weg. Ja, dann müsstest du fast da eine kleine Schneisen aufschneiden, das habe ich auch da gemacht, dass die Bäume, wenn da umfallen und da einfallen, weil die alle aufwärts vom Berg geschnitten haben, dann man schön runterziehen kann, dann hast du da gar keine Chance über den Steck drüber. Ja, eine kleine Schneisen da rein, dass du in die Schneisen einlässt, weil sonst strafst du ja wieder links und rechts und auf und obi am Baum. Dann haben er dich wieder verletzt und haben geschwächt. Dann geht der Käfer sowieso nächstes Jahr rein. Oder heuer noch. Kommt er da ganz drauf an. Ne? Also von dem her ist aber so eine Sache. Ich habe schon geschaut, dass ich nicht viel straf. Weil sonst magst du daran mehr schon, weil du eigentlich magst. Du musst das ja herzüchten. Ne? Die Krankenbaum. Ja, der läuft auch schon wieder ein bisschen das Pech aus, aber gut, kann man nicht sagen, Weil die kämpfen alle. Weißt du, Ausstehner, kämpfen die. Jetzt ringt es wieder ein bisschen, jetzt ringt es da rein. Aber wenn du da rein schaust, da gehst du mal ein paar Meter rein. Dann ist alles Drucker am Boden dort. Ja. Obwohl es eigentlich die letzte Zeit ganz schön runtergebläscht hat. Ist ja so. Von der Krone her schaut es auch alle gut aus. Aber wie gesagt, der legt jetzt sein Brot ab und nächstes Jahr greift er wieder an. Vielleicht, wenn es wieder so ein trockenes Jahr ist. Wenn es ein nasses Jahr ist, dann hält er halt wieder raus. Ne? Wo sich der Abpflanz erinnert, irgendwann, das weiß ich selber noch nicht. Dann haben er das alles so, ja, so Löcher halt. Ja? Da kannst du nichts reinpflanzen. Das ist auch viel zu klar. Auf gut Deutsch gesagt. Jetzt müsste ein bisschen gerissener Pflege sein, dann könnte man da ein bisschen zukunftsträchtiger was rein. Da. Ja, vielleicht der Douglas hier, keine Ahnung, immer mal schauen. Das kann man mal über den Winter überlegen. Ja, aber so schaut es jetzt da erinnert aus. Jetzt fängt der Regen schon wieder an. Und ich schaue, dass ich ein bisschen unten reinkomme. Ja, wenn ich jetzt so zusammenbläscht. Ja. Aber das da herum, da haben wir noch mal Glück gehabt. Glück gegen Unglück, da ich sagen. Aber die Buche ist schon schön, gell? Schaut euch die an. Wunderbar, der erinnert, die Buche. Oh. Geht das jetzt auf. Aber das ist schon so, wenn es da ringt, du bist in Holz herinnen. Das ist doch schön, oder? Was sagt sie jetzt? Das ist doch schön, wenn es da so reinprasselt. Du wirst nicht los, da prasselt es drauf, na, auf die Buchenbladel drauf und auf die Birken drauf und dann rasselt es durch. Du, das ist doch Wahnsinn da. Oder? Was sagt ihr jetzt? Schreibt es einmal in die Kommentare. Schreibt es einmal rein. War ich Freude. Oh, tropft mir das auch rein. Genau. Zum Abschluss der Käferpflege, die wir gehabt haben. Haben wir jetzt die letzten zwei Nachmittage rausgemacht haben. Den anderen Käferpfleg, wie gesagt, den probiere ich, dass ich ein bisschen mitfilme, wie das bei uns so abläuft, wenn wir den Essen machen. Oder mal schauen, was es halt wird, ne? Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen, den anderen Käferpfleg. Vielleicht geht was schief, dann kannst du wieder nicht filmen, weil du musst das schauen, dass du bitte wirst, weil das Zeug muss raus, das hilft nichts. Ne? Ja, und dann zum Abschluss möchte ich noch Dankeschön sagen. Und auf alle Fälle Dankeschön für die guten Kommentare, was ihr das letzte Video abgegeben habt.
wieder mal. Und auch, dass du dabei zuschaut, das ist nicht selbstverständlich. Auf keinen Fall nicht. Also vielen Dank für alle, die bei Arbeit zuschauen. Und schaut weiter zu, weil da kommt noch interessante Sachen. Die einen hat sich auch interessant, gell? Die einen gefällt es, die anderen sagen, jetzt quatscht er schon wieder um den Rand. Weil die Kinder anschalten, oder? Und denen, was taugt, die schalten ein. Jawohl, da die sagen, das war's wieder für das Video. Ich sage wieder dann Dankeschön fürs Zuschauen, gell? Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch meine Videos gefallen, Daumen nach oben geben, positiv bewerten. Und abonniert den Kanal. Jawohl, das freut mich sakrisch. Ringer tut's mit Sau. Gut, bis zum nächsten Mal. Ich schau, dass ich heimkomme, weil jetzt meine ich, schnallt's zu. Oder? Bis zum nächsten Mal. Aus dem Grumbelli. Jawohl, hab eine Ehre, servus. Hollaria, hollaria, hollaro.